1986 erhielt sie für ihre herausragende Leistung im Bereich der Informationstechnik den Ada Lovelace Award von der Association of Women in Computing. 2003 bekam sie mit dem Exceptional Space Act Award einen der höchst dotiertesten Preise, den die NASA jemals vergab. Und schlussendlich 2016 verlieh ihr Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA. Aber wer ist eigentlich Margaret Hamilton? Margaret Hamilton wurde am 17. August 1936 als Margaret Heathfield im US-Bundesstaat Indiana geboren und war Direktorin der Onboard-Software-Entwicklung um die Apollo-Mission. Genauer gesagt, dem Navigationssystem Apollo Guidance Computer der NASA. Somit war sie ein wichtiger Bestandteil in der Geschichte der ersten Mondlandung der Menschheit. 1958 schloss sie das Earlham College mit dem Bachelor of Science in Mathematik ab. Das Programmieren brachte sie sich in dieser Zeit selbst bei. Hierbei muss man beachten, dass die Computertechnik Ende der 50er Jahre noch in den Kinderschuhen steckte und sie somit eine von vielen Pionieren und Pionierinnen in diesem Gebiet war. Nach ihrem Abschluss dort nahm sie eine Stelle als Softwareentwicklerin am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, also einer weltweit bekannten und führenden Technikuniversität an und gelangte über diese Stelle schlussendlich im Jahr 1961 zur NASA. In den folgenden Jahren arbeitete sie an der Softwareentwicklung eben für die geplanten Apollo-Missionen, die eine bemannte Landung auf dem Mond samt sicherer Rückkehr vorsahen, was im Sommer 1969 schließlich auch gelingen sollte. Die Arbeit von Hamilton und ihrem Team sorgte dafür, dass die letztlich erfolgreiche Apollo-11-Mission nicht noch in letzter Minute abgebrochen wurde, nachdem der Bordcomputer der Landefähre im Anflug auf den Mond eine Fehlermeldung anzeigte. Einige der von ihr mitentwickelten Rettungsprogramme erkannten die Fehlermeldung als nebensächlich und schalteten sie ab. Eine ganz andere Dimension erhält ihre Arbeit, wenn man die damalige Rechenleistung mit Geräten von heute vergleicht. Der Bordcomputer der Apollo 11 hatte einen Computerspeicher von 72 Kilobyte. Unsere heutigen Smartphones haben nicht selten mehr als eine Million Mal so viel Speicher. Und die sind, wie gesagt, mit den 72 Kilobyte damals sicher zum Mond und wieder zurück. Wahnsinn. Auf dem Bild sieht man sie übrigens neben dem Stapel Programme, die damals in die Maschinen der Apollo-Mission programmiert wurden. Wie ihr seht, war der Stapel so groß wie sie selbst. Im Rückblick auf diese Zeit betont Hamilton häufig, wie aufregend sie gar nicht mal unbedingt die Mission selbst, sondern vielmehr das Entwerfen und Entwickeln der Software fand, das damals einfach etwas ganz Neues in einem ganz unbekannten Gebiet war. Margaret Hamilton gründete nach Abschluss des Apollo-Programms erfolgreiches Softwareunternehmen und ist im Nachhinein mit dafür verantwortlich, dass der Begriff des Software Engineering noch heute so populär ist, wie er ist.